Ups. So, Freunde. Ich würde sagen, das ist mal ein NUC. Ja, wir haben hier das Intel NUC 13 Extreme. Ich habe mich schon extrem auf dieses NUC gefreut. Ja, Freunde, Small Form Factor neu definiert. Das ist das, wofür das Intel NUC 13 Extreme steht. Klein, kompakt, dennoch in der Lage, eine RTX 4080, 4090 drinnen unterzubringen. Und das Krasse, der Formfaktor als solcher gibt euch die Möglichkeiten, hier richtig krass Wasser zu kühlen. Ja? Denn es ist genauso groß, wie ich hier ein 580 mm Radiator von AlphaCool. Ob meine Spinnerei hier Sinn macht, ja, das wollen wir heute in dem Video ein bisschen besprechen. Denn es behaust einen i9-13900K. Ja? Nicht den Non-K mit 65 Watt, nicht den 13900T, den ich gerade erst für euch vorgestellt hatte mit 35 Watt. Nein, es ist ein Intel NUC im ja, relativ kleinen Formfaktor, dennoch deutlich größer als das, was wir von den NUCs sonst kennen, mit allem, was dazugehört. Ja? Einen vollkommen unlockten i9-13900K, entsprechend derzeit die leistungsstärkste Gaming-CPU, die Intel zu bieten hat, abgesehen von dem KS, aber der KS ist eine ganz eigene Nummer. Aber rein technisch könntet ihr einen i9-13900KS hier drin verbauen, wenn ihr ihn gekühlt bekommt. Und genau das ist ein Thema, was wir heute gemeinsam ein bisschen besprechen wollen. Ja, und zwar habe ich etwas vor, und zwar mit AlphaCool, den Nexus XT45, 480 bzw. 560 mm, boah Leute, das Ding ist echt schwer, Radiator an dem Intel NUC zu befestigen. Denn dieser Radiator, ja, wie es der Zufall will, hat exakt dieselbe Fläche wie dieses Gehäuse von dem NUC 13. So, und entsprechend ist das heute erst einmal so ein First-Hands-On-Video mit dem Intel NUC 13 Extreme. Wir werden das Ganze gleich auspacken, ja, uns einmal anschauen und dann schauen, ob mein Mod, ja, mit einer Custom Waterloop und dem Intel NUC 13 mit einem solchen Radiator, hier passen 440 mm Lüfter drauf. Ja, praktischerweise habe ich auch alle vier hier. Entsprechend können wir uns das vielleicht auch einmal anschauen. Ja, die brandneuen Aurora Rise Lüfter. Ja, und ich habe hier auch ein Low Profile Small Form Factor Reservoir von AlphaCool. Ja, klein und kompakt und in der Lage, eine DDC-Pumpe unterzubringen. Dieses Reservoir, ja, wollen wir entsprechend auch in dem Intel NUC 13 irgendwie unterbringen, denn ich habe so meine Vermutung, wie wir das machen könnten. Ja, ob sich meine Idee als sinnvoll bewahrheitet, erfahrt ihr nach dem Intro. Bis gleich. Bei CDK-Deals findet ihr offizielle Microsoft-Keys, ob Windows 10 oder 11, Microsoft Office, Games auf sämtlichen Plattformen wie Steam, Origin und Uplay zu wirklich guten Preisen. Gerade bei Windows 10 Pro sind die Preise wirklich gut. Und wenn ihr das Ganze mal hier in der Suchleiste eingebt, Windows 10, praktischerweise lässt sich die Lizenz jederzeit kostenlos auf Windows 11 upgraden. Ja, also auch hier könnt ihr nochmal ein bisschen zusätzlich sparen. Ich habe das Ganze bereits ausprobiert, die Aktivierung läuft reibungslos und inzwischen habe ich Windows 11 sowohl auf meinem Laptop als auch meinem PC zu Hause installiert und ihr könnt mit dem exklusiven Rabattcode GU25 satte 25% sparen. Und damit landet ihr bei 13,95 € für den Windows 10 Pro Key. Ich bin sehr, sehr zufrieden und bei CDK-Deals macht ihr echt einen Schnäppchen. Nachdem ihr euren neuen Windows 10 Key erhalten habt, gebt ihr das Ganze über den Windows Aktivierungsassistenten entsprechend ein, drückt auf Aktivieren und los geht's. Ihr könnt sehen, die Windows 10 Lizenz ist jetzt aktiviert. Mehr Infos und Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, Freunde, als ich das erste Mal von dem Intel NUC 13 mit dem i9 gehört hatte, habe ich mir wirklich überlegt, das Ganze als meinen Gaming-Rechner dieses Jahr zu verwenden. Denn rein technisch gesehen passt hier selbst eine RTX 4080, 4090 Founders Edition rein. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Triple-Slot-Karte in einem Intel NUC. Das Einzige, was bis jetzt eben irgendwie das Gehäuse limitiert hatte, war das Netzteil bzw. der Netzteilanschluss, ja, denn die neuen Nvidia-Karten entsprechend mit dem PCIe 5.0 12 Volt HPWR-Anschluss, ja, die
machen es solchen Small Form Factor Systemen, egal von welchem Hersteller, ja, das hat jetzt hier nichts mit dem Intel NUC zu tun, auf jeden Fall nicht einfach, weil NVIDIAs Knickspielraum, ja, mit diesem Kabel gefühlt ein komplett neues Gehäuse benötigt. Ja, aber praktischerweise ist das Intel NUC 13 nicht nur in der Lage, eine Desktop-GPU unterzubringen, sondern ihr könnt auch rein technisch gesehen, ja, das Ganze als Desktop behandeln. Und zum Beispiel hier ein Silverstone Extreme 850R SFX-Netzteil nachrüsten. Ja, mit 850 Watt bietet das Ding auf jeden Fall genug Saft. Wenn wir uns das anschauen, hat das Ganze auch schon nativ einen 12 Volt HPWR-Anschluss an Bord. Ja, mit 850 Watt und Platinum-Effizienz ist das kleine Extreme 850R auf jeden Fall im Small Form Factor so ziemlich unangefochten das Beste, was es derzeit zu kaufen gibt. Ja, es gibt, und die habe ich auch bereits vorgestellt, SFX und SFXL-Netzteile im Bereich von 1000, 1100, 1200 und sogar 1300 Watt. Also der Formfaktor ist schon längst kein Limit. Das, was eben limitiert hat, ist der 12 Volt HPWR-Anschluss selbst. Ja, wenn wir uns den hier nämlich einmal anschauen, dann hat das Kabel als solches einen relativ kleinen Stecker, ja, durch den eben 450 bzw. 600 Watt durchfließen können. Silverstone hat zwar hier sich drum bemüht, möglichste flexible Kabel zu verwenden, also die sind bei Weitem nicht so störrisch, ja, wie zum Beispiel von anderen Herstellern. Nichtsdestotrotz ist dieses Kabel das Problem. So, und in dem Intel NUC 13 entsprechend erst recht, weil dort eben sehr wenig Platz ist. So, und dementsprechend habe ich euch gerade erst letztens diesen Adapter hier vorgestellt, ja, einen 12 Volt HPWR 90 Grad Winkeladapter, gibt es für etwa 15 Euro, ja, auf Amazon kann ich euch gerne verlinken, weil damit können wir entsprechend hier Stecker auf Stecker, ja, den 90 Grad Winkel in die GPU stecken und haben das Ganze im Low Profile, können dann entsprechend den Adapter hier mit dem neuen Kabel verbinden, ja, und dann habt ihr hier erstens eine kleine Extension, ja, sprich das Kabel ist ein bisschen länger, okay, aber auch nicht zu lang für den Small Form Factor, denke ich, soweit vollkommen im Rahmen. Damit ist das Problem auf jeden Fall gelöst. Ja, es ist auf jeden Fall nicht zwingend notwendig, jetzt hier einen 850 Watt Netzteil zu verbauen, aber gerade, wie bereits gesagt, mit den RTX 4000ern ist man nicht schlecht aufgestellt, hier ein bisschen mehr Spielraum in puncto Leistungsaufnahme zu haben. Ja, selbst wenn das Intel NUC hier an der Stelle ein 750 Watt Netzteil soweit ab Werk verbaut hat und entsprechend auch 3 8-Pin unterstützt, also hier sind euch ab Werk auf jeden Fall viele Möglichkeiten gegeben und das auch soweit vom Speicher und dem Arbeitsspeicher. Es ist nämlich das erste Intel NUC, das auch auf DDR5 so dem Arbeitsspeicher setzt, mit bis zu 5600 MHz entsprechend sowohl mit Alder Lake als auch Raptor Lake nativ unterstützt, in einem kompakten Formfaktor von unter 15 Litern. Das Ganze ist unglaublich klein und bietet sowohl PCIe Gen 5 für die Grafikkarte, ja, sprich das Ganze ist für die zukünftigen GPUs der nächsten Generation gut aufgestellt, Triple Slot, entsprechend genug Platz. 2 Thunderbolt, HDMI 2.1 für die integrierte Grafikeinheit, 8 USB 3.2, 1 USB Typ C, Wi-Fi 6E, 2,5 Gigabit LAN, alles, was das Herz begehrt. Ja, und ich sehe gerade auch 3 M.2 SSDs passend hier rein. Und da würde ich sagen, ja, gehen wir einmal ganz kurz auf den Sponsor des heutigen Videos ein und das ist Crucial. Crucial hat entsprechend auch genau diesen DDR5-Standard, den so dem Laptop-Standard, der hier zum Einsatz kommt, entsprechend jetzt auch mit bis zu 5600 MHz ausgebaut. Und genau diese, ja, würde ich euch auch ans Herz legen. Die laufen ab Werk entsprechend im XMP, beziehungsweise dadurch, dass das eben der native Base-Takt ist, 5600 MHz, wird das Board, ja, das Intel NUC 13 und der i9-13900K das Ganze entsprechend soweit für sich direkt ab Werk laufen lassen. Und das macht es für mich soweit spannend. Ja, Leute, jetzt werde ich nicht lange drum herum reden. Wir machen das Ganze hier einmal auf. Ja. Ja, so eine große Box und das Ding ist echt schwer, denn hier ist ein ganzer PC drin, Leute. Ja, es ist zwar ein Intel NUC, aber es ist ein ganzer PC. Und den schauen wir uns jetzt einmal an. So. Ja, abgesehen von einem Netzkabel ist hier auch, abgesehen von dem Case, nicht so viel enthalten. Ja, okay, wir haben hier einmal einen Installation Guide.
inklusive Zubehör. Ah, wir haben hier unsere WLAN-Antennen und sämtliche Kabel, die hier soweit notwendig sind. Das sind zwei zusätzliche SATA-Kabel. Ja, ihr habt noch zusätzlich die Möglichkeit, entsprechend sogar SATA-SSDs drin unterzubringen. Entsprechend sind auch die gewinkelten Low-Profile-Kabel soweit mit im Lieferumfang enthalten. Aber ich denke, bei drei M.2-SSDs ist das nicht wirklich notwendig. Ja, wir fangen sozusagen oben im Gehäusedeckel an, haben dort einen Thumbscrew und dann lässt sich schon sozusagen das Ganze hier anheben. Im Innenleben dann jeweils zwei Laschen. Und wenn wir die eindrücken an so einem Knopf, ja, lassen sich die anderen Seitenteile ebenfalls komplett abnehmen. Das heißt, effektiv gesehen haben wir hier eine einzige Schraube, die ein Thumbscrew ist, also komplett werkzeuglos. Und wir haben sowohl den Gehäusedeckel als auch die Gehäuseseitenteile entfernt. Leute, das ist komfortabel. Das ist komfortabel. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn wir das Ganze rausmontieren, bekommen wir eben Zugriff auf den SODIMM-Arbeitsspeicher. Hier wird uns gezeigt, wie wir das Ganze installieren. Genauso auch die M.2-SSDs sind dann erreichbar. Kommt auf jeden Fall gut gepolstert zu euch. Ich habe es mir, um ehrlich zu sein, größer vorgestellt. Also das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Boah, Leute, die Bilder werden so einem System meistens nicht genüge. Ja? Das ist wirklich ein kleines, krass kompaktes Intel NUC. Also wenn ich mir überlege, dass hier dann eine RTX 4090 drin schlummern kann, schaut euch mal das Teil hier im Profil an. Das ist wirklich, boah. Erstens, komplett aus Metall die Front. Fühlt sich sehr geil an. Ja, auch hier Airflow-technisch überall so ein schönes, feines Mesh. Ja, und das sieht in Realität einfach so viel geiler aus. Ja, hier haben wir dieses geriffelte Muster, das zieht sich durch, einfach für den bestmöglichen Airflow. Das Ding ist wirklich, boah, gut schwer. Ja, es ist dense. Das Ding ist wirklich so gefüllt mit Hardware. Aber Leute, gebt euch das. Das ist wirklich ein kleiner, kompakter Mini-PC. Ja, hier oben, Startknopf, USB-C, USB-A, Kopfhöreranschluss. Ich finde das Ganze auch im Design mit diesem rundumgeschlagenen Metall. Ja, das Ganze sah auf den Bildern immer aus wie Plastik. Aber das ist komplett, ja, sowohl das Luftgitter, das gesamte Mesh, ja, die Seitenteile, das ist alles Metall, Leute. Von der Unterseite ebenfalls Mesh. Hier schön gummierte Standfüße. Das fühlt sich wirklich, wirklich gut an, Leute. So, ja, und hier auf der Rückseite verbirgt sich entsprechend, ja, die Magie des Intel NUC 13. Wir haben hier eine Aussparung für eine Triple-Slot-GPU, entsprechend unsere I/O-Anschlüsse und die schauen wir uns mal zuallererst an. Ja, hier unser Netzteil, entsprechend ein Ein- und Ausschalter, unsere WLAN-Antennen, hier zwei Stück, Audio-Anschlüsse, HDMI, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, USB-Typ A, 7, 8, ja, mit zwei Typ C, diese mit dem kleinen Blitz und Thunderbolt ausgestattet. Und Leute, wir haben hier nicht nur einen 2,5 Gigabit LAN-Anschluss, wir haben hier einen 10 Gigabit LAN-Anschluss. Holy smokes, das Ding ist ja gestört, bis an die Zähne bewaffnet. Ja, und wenn wir dann dazu zählen, haben wir dann natürlich noch hier einen weiteren USB-C und zwei weitere USB-A. Also ganz ehrlich, ja, hätte mir Intel das Ding zugeschickt und nein, das haben sie nicht. Ich habe mir das Teil selber besorgt, dann hätte ich das Ding heute auf meinem Schreibtisch stehen gelassen, weil, schaut euch das mal an, das nimmt wirklich sehr wenig Platz auf dem Schreibtisch ein. Ich war ein bisschen skeptisch, als Intel gesagt hatte, dass sie deren Intel NUC Design gefühlt verdoppeln von der Größe. Aber das ist ein geiles stationäres NUC, das man zur Not halt auch mal mitnehmen kann, aber das eben in puncto Leistung keine Kompromisse macht. Ja, ich denke, gerade zur heutigen Zeit, ja, und die Möglichkeit hier drin auch die CPU zukünftig aufzurüsten, das ist so die Frage. LGR 1700 ist so ein bisschen eine Sackgasse. Entsprechend ist der i9 13900K zwar austauschbar, aber wahrscheinlich die letzte CPU, die hier drin Platz finden wird. Es wird zwar gemunkelt, dass ein Refresh kommen wird, aber es wird eben ein Refresh entsprechend. Wird es sich nicht lohnen, in den nächsten 5 Jahren den i9 13900K überhaupt auszutauschen, weil die CPU ein krasses Biest ist.
Das, was wir hier drin aber austauschen können, ist natürlich abgesehen von der SSD, den Arbeitsspeicher. Ja, wenn wir vielleicht jetzt feststellen, 32 GB reichen uns, aber in der Zukunft, ja, sind 64 GB DDR5 the way to go. Vielleicht sogar noch mehr. Ich mache das Ganze jetzt auf. Ja, Thumbscrew lösen, anheben und dann ist der Deckel hier schon ab. Das geht ja wirklich einfach. Also keine Gewalt, einfach nur leicht anheben und dann ist das Ganze schon offen. Ja, freigelegt und so schaut das Ganze dann aus. Ja, und hier sind tatsächlich diese Laschen. Wir haben hier, hier, hier und hier eben solche Laschen. Zack. Leute, oha. Also da haben die Intel-Ingenieure auf jeden Fall richtig gute Arbeit geleistet. Das muss man ganz klar sagen, Leute. Das ist, glaube ich, für einen PC-SFF-System habe ich sowas noch nicht gesehen. Zack, zack. Ja, über hier solche schönen Push-Pins. Und dann lässt sich das hier einfach abnehmen, Leute. Also richtig, das ist super stabil. Ja, und dann haben wir hier schon das Innenleben hier von dem Intel NUC 13 Extreme. Und ich sehe hier schon einen unbelegten 92 mm Lüfterspot. Ich habe hier einfach mal mein kleines Mini-ITX-System zur Hand, entsprechend mit dem Noctua NHL9. Hier mit einem 92 mm Low-Profile-Lüfter on top. Ja, wir haben hier wirklich Upgrade-Möglichkeiten. Dieses Heatsink, das Vapor Chamber, ja, wird entsprechend von hier, da ist die CPU, mit diesem fetten Lüfter gekühlt, pusht die Luft hier oben durch das Heatsink und stößt diese hier oben aus. Ist aber mit richtig dicken Dingern, Leute. Boah, schaut euch die Teile hier an. Das sind ultra fette Heatpipes. Bis nach hier hinten. Nur für die CPU-Kühlung ist das, ne? Und hier oben drauf könnten wir noch einen 92 mm Lüfter montieren. Das wäre gar kein Problem. Ja, und dadurch, dass hier die Seitenteile alle perforiert sind, würde das auch noch mal gut was bringen. Also alleine das schon mal sehr geil. Schauen wir weiter. Ja, was ist hier sonst noch? Erstens eben das Compute-Element. Hier mit dem Intel-NUC-typischen Totenschädel. Unsere zwei SODIMM-Steckplätze. Wie bereits gesagt, hier hätten wir jetzt Arbeitsspeicher, ja, mit bis zu 64 GB und 5600 MHz ausstatten können. Das ist soweit ziemlich geil. Hier unten, entsprechend unter dem CPU-Setup, ist eben relativ viel Platz für unsere GPU. Ja, wirklich relativ viel Platz. Also eine bis zu Triple-Slot-Karte lässt sich ja hier in dem Setup drin verbauen. Jetzt schauen wir uns aber die Rückseite einmal an. Ja, und da haben wir ja schon gesehen, hier ist das Netzteil. Ja, entsprechend hier auch der Netzteil-Lüfter. Ist ein standardmäßiges SFX-Netzteil, das hier oben drin steckt. Ist auch soweit hier an der Seite Platz für die besagten SSDs. Zwei Stück könnt ihr hier drin verbauen, also SATA-SSDs und drei M.2-SSDs. Wir haben hier zwei dicke 120 mm Lüfter auf der Rückseite verbaut, sprich, wenn wir hier unsere CPU und GPU haben, ja, wird der Airflow, ja, die Kühlung nochmal aktiv hier in dem Bereich aktiv unterstützt. So, Freunde, jetzt habe ich mich aber gefragt, ja, wenn wir hier einen i9 verbaut haben, wir wissen, wie die Temperaturen von dem Ding aussehen. Entsprechend weiß ich auch, er wird sich, wenn er die Leistung abruft, die ein i9 13900K fahren kann, dann wird er sich mit dieser Kühllösung ein bisschen drosseln, keine Frage. Aber was wäre, wenn ich hier eine Custom Waterloop drin aufbauen würde? Ja, das war der erste Gedanke, den ich hatte. Ja, wenn wir hier diesen Platz freimachen würden und so wie es ausschaut, ja, dürfte das so gerade so klappen. Dann könnten wir hier auf der CPU, ja, diese gesamte Kühlkonstruktion von dem Compute Element entfernen, so ein Flat Reservoir drin unterbringen. Ja, dann wäre das nämlich nicht zu groß, sondern es wäre genau richtig, weil wir haben ja hier den Platz für den 120 mm Lüfter und entsprechend, ja, rein technisch gesehen könnte dann hier auch ein solches AlphaCool Flat Rise Reservoir drin Platz finden, weil, wie bereits gesagt, überall wo 120 mm Lüfter hinpassen, passt auch hier dieses Reservoir, wo hier eine DDC-Pumpe drauf montiert werden kann. Und
ihr das System komfortabel befüllen könnt. Zusätzlich hat das Ganze noch ein bisschen RGB-Bling-Bling. Ich habe dazu ein kleines YouTube-Short aufgenommen. Rein technisch gesehen, ja, sehe ich hier Modding-Potenzial. So, Freunde, aber jetzt zu meiner wahnwitzigen Idee. Ja, wir haben ja hier diese Seitenteile, ja, und entsprechend auch diesen relativ einfachen, simplen Mechanismus. Sprich, dieses Seitenteil, ja, lässt sich easygoing abnehmen. Und dann ist der gesamte Rücken von dem Setup hier frei. Ja, wir könnten hier auch ohne weiteres drin ein paar Modifikationen anstellen. Ja, da mit dem Material lässt sich auf jeden Fall gut arbeiten. So, und was ich mich jetzt hier gefragt habe, ist, ja, was für einen Radiator wir nutzen würden, wenn wir das Intelnac 13 Wasser kühlen wollen. Und da kam für mich eigentlich, gerade wenn wir von Hardware wie einem i9, 13900K, einer RTX 4080 oder 4090 sprechen, eigentlich nur das hier in Frage. Ja, ein fetter Monster-Radiator, der Nexus XT45 Full Copper. Feinstes Kupfer im Quad, ja, also 4 Lüfterformat, entweder 420 mm oder 440 mm Lüfter. Ja, und damit können wir natürlich ein richtig schön leises und performantes Setup aufbauen. Ja, ich hole das Teil hier einmal raus. Danke übrigens an AlphaCool, die wollten hier das Projekt mit mir in die Wege leiten. Kommt jetzt leider nicht so zustande, wie ich mir das erhofft hatte. Deswegen erstmal nur das Hands-on, um zu schauen, ja, funktioniert das Ganze überhaupt für die Zukunft? Ja, vielleicht auch als kleine Inspiration für euch, wenn ihr ein ähnliches Projekt vorhabt. Und das Ding ist halt ein 4,5 cm dickes Monster. Ja, schauen wir es uns mal an. Das Teil ist wirklich fett. Ja, und wir haben hier auf der Seite eine Blende für 4 Lüfter. Und das absolut Kranke ist, wir haben auf der Rückseite nochmal eine Blende für 4 weitere Lüfter. Push-Pull ist incoming, würde ich sagen. Aber diese Blenden sind natürlich ein gewaltiger Vorteil, weil wir hier die Möglichkeit haben, natürlich auch Mods drin zu realisieren. Ja, schaut euch das Ding mal an, das ist wirklich ein fetter Radiator. Wir haben auch sehr komfortabel hier auf allen Seiten, sowohl von oben als auch hinten und vorne, Anschlüsse für Fittinge. Zusätzlich unten einen Drain Valve, sprich, das Ganze lässt sich auch super einfach befüllen und entwässern. Ja, und jetzt schauen wir uns das mal an. Es ist nämlich genauso groß, ja, wie hier das Intelnac. So würden wir das montieren. Ja, easy going. Easy going, Freunde. Es würde tatsächlich wie die Faust aufs Auge auf das Intelnac passen. Schaut euch das mal an im Profil. Ja, ich stelle das Ganze jetzt hier mal daneben. Wir könnten hier einfach eine ultra kranke, kompakte Kiste mit Custom-Wasserkühlung bauen. Wenn wir es ultra geil machen wollen würden, ja, würden wir hier einfach den Rahmen mit diesen Push-Pins komplett ausschneiden sozusagen. Ja, das gesamte Innenleben sozusagen entfernen, ja, müssten wir noch nicht mal. Ja, aber so für alle, die Bock drauf haben. Ja, und dann, wenn wir das Ganze hier an diesem Radiator fixieren würden. Ja, das Kranke ist, das Ganze ist wirklich bündig. Also auf einen Millimeter bündig. Ja, dann könnte man sozusagen das Seitenteil hier mit dem Radiator montiert, fest montiert. Ja, einfach sozusagen hier einhaken, zack. Und dann zack, einklinken. So habe ich mir das vorgestellt. Und es würde wirklich ohne Probleme funktionieren. Also ich glaube, so gerade für Modder wäre das ein Traum. Ja, ein Traum, einfach weil es eben schon alles so richtig von vornherein macht. Ja, und die Tatsache, dass es eben so viel performante Hardware in so kleinem Raum unterbringen lässt, das ist einfach geil. Ist einfach geil. Ja, also ich finde es cool, dass sich hier Intel ein bisschen was mit dem Intelnac Extreme getraut hat. Ja, einfach mal ein bisschen was anderes. Entsprechend mit den Trends der Hardware mitgegangen ist und entsprechend auch so performante Hardware unterbringen kann. Wie bereits gesagt, das heutige Video ist jetzt erstmal nur so ein theoretisches gewesen, wo ich euch die Möglichkeiten von dem Intelnac 13 Extreme so ein bisschen näher bringen wollte. Wie hättet ihr sozusagen die Schläuche,
ja, aus dem Innenleben von der CPU, des Reservoirs und der Pumpe und wenn ihr die GPU entsprechend auch in den Kühlkreislauf mit einbinden wollt, rausbekommen. Ganz einfach über die PCIe-Slotblende. Ja, dafür gibt es Durchlässe für die Fittinge, denn wenn eure GPU entsprechend einen Wasserkühler draufgeschneit bekommt, ist sie entweder Dual-Slot oder Single-Slot und dann ist einer von diesen hier frei. Sprich, wir können das Ganze dann nach außen hin abführen. Ja, ja, und damit geht meine Theorie zu dem wassergekühlten Intel NUC 13 Extreme hier auf. Ich hätte Bock drauf, ja. Wenn ihr auch Bock drauf hättet, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ja, vielleicht werde ich mich im Laufe des Jahres noch dem Projekt hier annehmen. Witzig wäre es auf jeden Fall. Ich habe immer gedacht, dass Project Dark Colossus soweit ein kleines System, ja, mit diesem Gedanken ist. Entsprechend hatte ich ja mein eigens entworfenes Gehäuse mit einem solchen AlphaCool Supernova Radiator. Ja, hier 1080 mm, also nochmal eine Ecke größer als der 580 mm. Hier passen nämlich satte 920 mm Lüfter drauf. Aber mit dem Intel NUC Extreme, ja, wäre einfach das Ganze wirklich nochmal eine Ecke kleiner. Wenn wir dann hier den Radiator montiert hätten, ja, ein gutes Stück kleiner. Ja, vielleicht auch gerade für den portablen Einsatz für den einen oder anderen relevant. Ja. Und damit waren das soweit meine abschließenden Worte. Ich danke euch fürs Einschalten und bedanke mich natürlich hier an der Stelle an Crucial und AlphaCool, die mir hier die Komponenten zur Verfügung gestellt haben. Keine Sorge, den DDR5 SODIMM werde ich natürlich im Laufe des Jahres noch gut nutzen können. Nicht nur für das NUC, sondern auch für zum Beispiel ein Desk Mini X600. Ich will nicht zu viel verraten, von daher bleibt es dabei. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde. GAX TV. Ja, ihr wisst Bescheid. Gaming Fitness, that's you see on GAX TV.